Oh, das FP ist schon was schöner, sagt. Rage Mode activated. Ja, komm runter. Ich pack euch alle ab. So. Es ist schwerer. Also es ist viel schwerer. Also für mich jetzt. Ich rede jetzt nur von meiner Einschätzung. Es ist schwerer als Elden Ring. Also für mich gefühlt ist es schwerer als Elden Ring. Die Bosse sind schwerer. Du kriegst weniger Seelen. Es macht aber nicht weniger Spaß, sag ich mal. Es ist nur ein bisschen ungewohnt, weil du halt die ganze Zeit blocken musst. Aber so an sich, die Kulisse und alles ist halt schon... Sagen wir mal, wenn ich 10 Punkte vergeben müsste, wäre das Game eine 9 von 10 oder eine 8 von 10. Also ich kann es jedem empfehlen. Also du kannst dir ja noch ein bisschen das Gameplay angucken und so. Oder guckst dir auf YouTube die Bosse an. Also ich habe vorhin einen Boss gemacht. Also der hat mich 2 Stunden gekostet, 2,5. Also der war eine Katastrophe. Aber irgendwann schaffst du die halt. Aber das dauert halt wirklich sehr lange. Gesucht, Bruderschaft des schwarzen Kaninchens. Nicht mal lesen kann ich immer so. Reicht aber jetzt. Hier. Noch eine? Kann ich lesen? Danke. Ich gehe nur einmal. Das Coole, was du halt hast, du hast halt auch ganz viele verschiedene Outfits, wie du hier sehen kannst. Am liebsten mag ich hier diese Maske von dem. Von dem Kaninchen, das ist so cool. Aber was du halt... sind halt ein bisschen schwerer. Jetzt wollte ich gerade mal lesen. Ich hatte gerade irgendwas gesucht von den Kaninchen. Da. Gesucht. Bruderschaft der schwarzen Kaninchen. Eine kriminelle Gruppe von 4 Stalkern. Okay, das ist der Boss. Das ist ein Boss. Also die Story erschließt sich mir noch nicht ganz so. Also du hast die... es geht ja um Pinocchio und halt um den Puppenmacher Geppetto. Und die Puppen sind eigentlich von Geppetto erschaffen worden, um Menschen zu dienen oder zu helfen und zu beschützen. So, und Puppen haben halt 3 Regeln. Sie dienen ihren Meister, sag ich mal, oder der die erschaffen hat. Sogar in einer geschützten Hütte ist ein Schatz zu finden. Sogar in einer eingeschützten Hütte ist ein Schatz zu finden. Nett. Also die Puppen haben 3 Regeln. Der die erschaffen hat, dem dienen sie. Was gibt's denn noch? Okay, da ist einer nach oben. Aufzug nach oben. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Gibt so viele Wege. Und du hast halt 1000 verschiedene Wege. Jetzt die 2. Regel für Puppen sind, Puppen können... Der Kuh ist ja scheiße. Oh mein Gott, ey. Solche Gegner. Alter. Nee, da habe ich auch kein Leben mehr gehabt.
Und die Puppen sind halt von einem Puppenwahn befallen. Und töten halt jetzt gerade wahllos Menschen. Und Pinocchio, der ist halt die Puppe, die ich gerade spiele, sieht halt auch nicht aus wie eine Puppe. Du erkennst halt nur daran, dass es eine Puppe ist, wegen dem Arm. Sonst sieht er halt eigentlich aus wie ein ganz normaler Mensch. Ist die einzige Puppe, die lügen kann, was natürlich Pinocchio lügt. Und das Spiel hat drei verschiedene Endings. Also je nachdem, wie du dich halt entscheidest oder wie oft du lügst, kriegst du halt auch ein anderes Ende. Aber sonst, also sie sind halt, du bist halt auf der Suche nach dem Grund, warum es halt diesen Puppenwahn gibt. Warum die Puppen halt die Menschen angreifen. Wo ist denn jetzt der Bär? Geht der jetzt nach oben oder geht der jetzt nach unten? Was ist er denn? Kommt der jetzt nach unten oder? Ja, geht nach unten, okay. Aber sonst, das Spiel an sich ist eigentlich sehr cool. Wie gesagt, kann ich jedem nur empfehlen, der halt auch Souls-like Games mag. Ja, komm ran da. Ja, komm mal wirklich. So, und du hast halt verschiedene Bosse, die halt auch ein bisschen aussehen wie Puppen. Sagen wir so, die ersten drei Bosse sind easy, danach ist alles nicht mehr so einfach. Okay, da oben ist ein Shortcut. Da ist, wie komme ich zu dem Shortcut? Nummer 1. Oh mein Gott. Was du hast, ist, du hast bei einem Boss hast du Hilfe. Also du hast Hilfe von einer, ich weiß nicht, ob das der Puppe darstellen soll oder so. Auf jeden Fall hast du ein bisschen Hilfe. Dann mach ich hier oben wieder die Dinge. Komm, hier war doch immer noch einer. Hier runter. Aua. Du kannst mal reinkommen. Hier oben auch mal. Und jeder Boss hat ein bisschen. Hast du deine Waffe selber wieder scharf gemacht? Ja, die kannst du selber scharf machen. Du findest auch verschiedene Waffen im Laufe des Spiels in so Kisten. Das sind zum Beispiel die ich habe.
Und jede Waffe hat eine besondere Fähigkeit. Die zum Beispiel ist elektronisch. Die ist mit Säure. Und die zum Beispiel macht Feuerschaden. Die ist aber nicht so stark. Gegen den nehme ich gleich mal was anderes. Wo ist das? Dieser scheiß Boss. Und es gibt halt überall so Zwischenbosse. Ich gehe mal davon aus, dass der Typ, den wir da gerade hatten, dass das ein Zwischenboss ist. Warum er jetzt gerade steckt? Wo sind der jetzt? Der hockt da unten. Sagt der Typ. Also die sind ein bisschen schwerer. Ich sag mal eben dran vorbei. Und du hast das Gute, du verlierst nicht ganz so viel Seelen, sag ich mal, wie in Elden Ring. Die Hälfte meiner Seelen weg. Ach, leck mich doch am Arsch. Ja, ich bin wieder neben dem Sack, der Scheißhund. Gut. Jo, mach das. Jetzt muss ich irgendwie meine Seelen wiederholen.
Aber ich will doch da alle einzeln lachen. Wie mir sonst hinterher Graz kam. Aha. Das Einzige, was du ist, wenn du die ganze Zeit nochmal laufen musst, ist, dass du nochmal Seelen kriegst. Das ist das einzig Gute. Ich muss erstmal meine Seelen holen. Unten ist eine Tür. Die geht wahrscheinlich nur auf, wenn ich den töte, oder? Ja, wahrscheinlich. Warum sind da Leute drin? Toll. Ich komme da oben nur hin. Scheiße. Oh mein Gott. In eine Ecke gedrängt. Ist das euer Ernst? Ja, los weg hier. Okay, da unten geht's weiter. Nee, hier ist nichts. Da oben. Hm. Will ich ihn? Der hat so viel Leben, ey.
Das ist doch nicht euer Ernst! Boah, ich hasse dieses motherfucking Vieh. Wie hast du das Viech erledigt, Black? Ich weiß weder, wovon du redest, noch habe ich Zeit dafür. Das Riesenviech im Sumpf. Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Zeit dafür. Ich bin gerade im Kampf. Du bist immer im Kampf. Ja, richtig, weil ich auch dagegen die verkackten Drecksbusse kämpfe. Die einfach nicht verrecken will. Meinst du, das ist zum Beispiel hier an der Tür oder was? Ja. Hab ich übersprungen erstmal. Hab ich irgendwann später gekillt. Gibt das denn überhaupt was? Irgendeinen Schlüssel, den du für die Tür davor nutzen kannst. Toll. Also muss ich es killen. Musst du nicht. Muss ich ja wohl. Musst du nicht. Du kannst ja hinter dir durchs Tor laufen. Ich sagte die Tür davor, nicht das Tor. Da ist eine Hütte, die du dann aufschließen kannst, aber nicht. Kannst du erstmal weiter rennen. Nein, ich will nicht sterben. Geht weg. Geht weg, geht weg, geht weg. Ich habe gerade so schön 4000 Seelen gesammelt. Bin ich denn gestorben? Gehen wir jetzt mal nach oben. Wie ich mich freue, wenn du irgendwann mal diesen Boss hier bist. Scheiße. Ach, da ist er auch. Okay. Du freust dich bei jedem fucking Boss. Wo ich bin. Ja. Warum? Damit du erlebst, was für eine Scheiße ich hier durchmache. Ist mir egal, ey. Du hast das verdient, ich nicht. So, nochmal nach oben. Mann, geht mir da so nicht. Ritzeleien eines Slumsbewohner, als hätte sich geändert, nachdem der Arzt die blaue Medizin verteilt hat. Ich habe meinen Bruder begraben. Ich weiß nicht einmal, ob es überhaupt mein Bruder war. Wer ist der Doktor? Wem gehört das blaue Haar in seinem Stock? Blaue Haar in seinem Stock. Endlich habe ich den fucking Shortcut. Ich habe mir schon fast gedacht, ey. Kann ich das Viech auch machen? Oder ich Leben verliere.
glaube, ich bringe das Viech einfach mal zum Brennen. Da drin ist unfair. Oh, jetzt ist das Viech da drin. Ja, ich hab das Viech reingepackt. Haha! Nein! Oh mein Gott, nee, dich mache ich nachher, wenn ich noch Damage hab. Das wäre jetzt so doof. Das ist mir jetzt so doof. Vor allem, ich glaube, ich selber noch jetzt jede Menge Leben fehlt.